Sowohl der Manager selbst als auch der Präsident Harald Strutz haben sich heute Abend geäußert. Mit dem Ergebnis, Heidel bleibt bei Mainz 05 vorerst. Was das jetzt bedeutet für den Verein und für Heidel selbst, darüber reden wir in der Landesschau aktuell. Das Rateteam ist hin. Es ist 9:45 und das sind die heutigen Themen in der Landesschau aktuell. Gerüchte um Heidel. Der Mainz 05-Manager hat sich endlich geäußert. Löcher stopfen. Der Verkehrsminister will Straßen sanieren. Doch das Geld könnte knapp werden. Große Ehre. Wormser Lutherschrift wird ins Weltdokumentenerbe aufgenommen. Guten Abend. Seit Tagen haben die Fans von Mainz 05 ein Thema oder besser gesagt eine Frage. Geht Manager Christian Heidel wirklich zu Schalke? Die Gerüchteküche brodelte. Die Fans haben sich Sorgen gemacht. Schließlich ist Heidel seit über 20 Jahren bei den 05ern. Heute Abend war Vorstandssitzung in Mainz und danach haben sich Christian Heidel und Vereinspräsident Harald Strutz folgendermaßen geäußert. Es war auch Einigkeit zwischen uns und zwischen Christian Heidel, dass eben eine kurzfristiger Weggang von Christian Heidel ganz einfach nicht in Frage kommt und auch gar nicht stemmbar ist für diesen Verein. Und man muss sehen, wie sich die nächsten Monate entwickeln und dann werden wir weitersehen. Mehr ist heute nicht zu sagen. Von daher war das natürlich auch eine Entscheidung, die wir jetzt ganz einfach getroffen haben. Ich kann mich doch immer nur wiederholen. So ein solches Thema stellt sich für mich nur dann, sollte es kommen, einfach dann, wenn in Mainz alles geregelt wäre. Dass momentan in Mainz das nicht geregelt ist, ist doch völlig klar. Deswegen stellt sich das Thema momentan für mich nicht. Da ist es überhaupt nichts Neues, dass ich am Donnerstag erzählt habe, es sind ja keine Seifenblasen gewesen. Alles andere hat nämlich an der Harald erzählt und mehr gibt es gar nicht. Okay? Also, ciao. Tschüss, danke. Bei mir im Studio ist jetzt Stefan May aus der SWR Sportredaktion. Christian Heidel bleibt vorerst. Also ein unbefriedigenderes Ergebnis hätte es ja nun nicht geben können, oder? Ja, ein bisschen was ist dann doch klar geworden. Es ist klar geworden, Mainz 05, der Präsident, die Vorstandschaft, sagt, du kommst hier vorzeitig nicht aus dem Vertrag heraus. Das ist, wenn überhaupt eine kleine Entscheidung gefallen ist, dann ist die jetzt noch mal klar geworden. Jetzt klangen beide Herren ziemlich genervt. Sowohl Strutz als auch Heidel waren wirklich extrem genervt. Wie beschädigt ist denn jetzt der Verein nach diesen ganzen tagelangen Diskussionen? Also es ist ein bisschen klar geworden, dass diese Chemie zwischen dem Manager Christian Heidel und dem Präsidenten Harald Strutz nicht so gut zu sein scheint, wie es immer den Eindruck vermittelt haben soll. Ja? Sie waren ja so das Paradebeispiel in der Fußball-Bundesliga, wie eine Zusammenarbeit in einem Fußballverein funktionieren kann, funktionieren soll. Aber da scheint irgendwas zu bröckeln. Das fing schon am Donnerstag da an, als der Christian Heidel gesagt hat, er sagt nichts. Und 3 Minuten später nach der Pressekonferenz stellt sich Harald Strutz hin und sagt, ja, die Gerüchte um Schalke wissen wir natürlich, ich bin informiert. Also der eine macht da ein bisschen was, was dem anderen nicht passt und irgendwie scheint da die Chemie nicht mehr zu stimmen. Und wie steht es jetzt um Heidel selbst? Ist er jetzt quasi zurückgerudert, weil er gemerkt hat, der Ärger der Fans ist zu groß oder eben der Verein? Da brodelt es irgendwie auch. Was ist jetzt sozusagen, warum ist er jetzt doch zurückgerudert? Ja, zurückgerudert. Ich denke mal, er versucht da natürlich auch sein Gesicht zu wahren, weil wir erinnern uns, letztes Jahr, Ende der Saison, Thomas Tuchel ging, hätte eigentlich noch ein Jahr Vertrag gehabt. Da hat Christian Heidel getobt, gepoltert, das kann nicht sein, du hast Vertrag, du kannst hier nicht einfach weggehen, das können wir nicht machen. Und jetzt wäre er ja unglaubwürdig, wenn er sich hinstellen würde und sagt, ich gehe jetzt einfach, obwohl er noch Vertrag hat, bis 2017. Also das heißt, Heidel wollte auf gar keinen Fall das tun, was er eben von anderen Leuten oder an anderen Leuten kritisiert hat. Genau so ist es. Also er will da sein Gesicht wahren, er will da seine Konstanz zeigen. Und da wird er natürlich einen Teufel tun, um das, was er bei anderen kritisiert, dann selber falsch zu machen. Und wie steht es jetzt um Schalke 04? Die verlieren ja wahrscheinlich diese Woche ihren Manager und die wollten Heidel unbedingt haben. Die kriegen jetzt ein Riesenproblem, weil Heidel bleibt jetzt erstmal. Und es ist damit zu rechnen, dass Horst Held, der Manager, diese Woche noch gehen wird. Danke für die Einschätzung. Stefan May aus der SWR Sportredaktion. Viele Straßen im Land sind sanierungsbedürftig. Das finden nicht nur viele Bürger. Auch der Landesrechnungshof hatte im September gefordert, dass was getan werden müsse. Jetzt soll auch etwas geschehen. Rund 87 Millionen Euro werden in den Straßenbau gesteckt.
Allerdings werden davon nur 6 Straßen neu gebaut. Das meiste Geld geht in die Sanierung und den Ausbau bereits bestehender Straßen im Land.